Hallo, ich begrüße euch, meine Hübschen, zu einem Schmink-and-Talk quasi. Deswegen habe ich auch noch gar nichts gemacht. Ich bin völlig nackig im Gesicht, also nicht erschrecken. Ich habe echt Augenringe bis zum Knie, bis zur Kniekehle. Aber das ist Wurst, weil da klatschen wir uns gleich was ins Gesicht, war. So nach dem Motto. Und ja, ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet, wie der Biolek immer gesagt hat. Und ja, ich habe auch ein paar neue Sachen, die ich mit euch nicht ausprobieren, aber die ich euch zeigen will. Zum Beispiel hier dieser Blush von Essence aus meinem Haul. Dann diese Iconic Lights Contour Pro Palette von Makeup Revolution. Und meinen neuen Highlighter von Makeup Revolution, der Pro Illuminate. Das ist ein Riesenteil, da sind 15 Gramm drin. Also das ist ein geiler Highlighter. Und den werde ich auch verwenden. Dann dieses Fit Me Make-up, das was ich noch nie vor der Kamera getragen habe. Das ist in der Farbe 120. Das Fit Me Luminous and Smooth. Genau, das da. Ja, genau. Jetzt fangen wir aber erstmal mit den Äuglein an. Und da habe ich eine Palette von Makeup Revolution, also aus der Reihe I Love Makeup, diese Black Velvet Palette. Und die hat vorne hier so ein Herz mit einem Samt. Total schön. Nehme ich mal den Applikator raus und das sind die Farben. Also man kann quasi ein Smoky Eye schminken oder was Nudiges, was Unauffälliges, und die Palette ist echt toll. Und wir fangen jetzt erstmal mit den Augen an, weil wegen Fallout und so weiter. Dazu tupfe ich mir erstmal das Fett von der Haut, also das Öl quasi, und dann gehe ich mit meinem Ormed Plus Puder drüber, ja. Ich liste alle Produkte, die ich in diesem Tutorial hier verwende, in die Infobox. Genau, das mache ich eigentlich immer. Die Arbeit mache ich mir, weil ich finde, das gehört sich. Dann nehme ich die Art of Stage Base, mein All-Time Favorite Base von Essence. Die liebe ich, diese Basis-Base, und die verteile ich einfach mit den Fingern über mein Lid. Genau, also wie gesagt, das könnte ein etwas längeres Video werden wie sonst, deswegen holt euch was zu trinken, was zu essen. Whatever. Und ja. So. Ja. Das ist okay. Dann pudere ich das ab. Das mache ich immer, dass das auch gut haftet. Genau. So. Genau. Dann nehmen wir einen Pinsel und gehen erstmal in diese helle Farbe, um das alles hier ein bisschen hier oben zu highlighten. Und den Rest, da gehe ich dann auch nochmal hier drüber, um das nochmal zu setten. Genau. Ach, jetzt muss ich schon meine Beine ausstrecken. Dann gehe ich in diesen Ton und tue mir den in die Lidfalte. Ich mache es heute nicht so dolle. Alter. Mein Gott. Ach ja. Zack, zack, zack. Was gibt es Neues bei mir? Ich war ja letztes Wochenende bei meiner lieben Nagelmaus. Und zum Geburtstag, ach, war das schön. Da war dann auch die liebe Andrea dabei.
vom Kanal X-Tigerlili 80X. Wir hatten richtig viel Spaß, haben viel gelacht, viel geredet und schön gefestelt. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht, ja. Müssen wir wiederholen, Mädels, so schnell wie es geht. Dann nehme ich diesen Ton. Es war einfach witzig. Und leider ging es mal wieder viel zu schnell vorbei. So wie immer. Leider. Aber ich hoffe, dass wir das wiederholen. Aber es war echt schön. Ja, ich habe dann da auch geschlafen in der Pension in der Nähe. Und bei ihr, die Andrea auch. Und dann jetzt nehme ich den gleichen Ton und tue den in die an den unteren Wimpernkranz. Und haben wir dann am nächsten Tag noch in der Pension schön zusammen gefrühstückt. War auch schön. Ja. Genau. Jetzt nehme ich einen Blendepinsel und tue das ein bisschen verblenden. So. Und dann nehme ich so einen Pinsel und gehe in diese goldene Farbe hier rein. Oder ja, Champagnerton, eigentlich ist es kein Gold. Und tupfe mir das aufs bewegliche Lid. Ja, jedenfalls war es ein schönes Wochenende. Genau, und die Nicole vom Kanal Abnehmen macht Spaß. War auch da, war auch nett, war auch schön. Ja, sie mal wieder zu sehen, weil ich hatte sie ja letztes Jahr schon kennengelernt. Da war sie auch schon da und jetzt kam sie nochmal und war auch schön. Ja, wir hatten echt Spaß an dem Abend. War sehr schön. Dann gehe ich in dieses Dunkle, wir machen heute etwas Brownie. Weil es soll ja ein Tagesabo werden. Von daher ist es okay, denke ich. So, ich mag halt dieses Bunte nicht so. Das überlasse ich dann lieber anderen. Dann gehe ich noch mal das Lila. Ich glaube, ich ziehe mir das noch etwas in die Lidfalte. Ein dunkle Lila. Genau. Zack. Ja, das habe ich mir jetzt eigentlich immer angewöhnt. Zuerst die Augen mit Lidschatten zu schminken. Und dann den Rest zu bearbeiten. Und zu dem kommen wir jetzt auch. Nehme ich dieses Luminous Move. Strahlend und ebenmäßig von Maybelline in der Farbe 120 und tue mir da ein bisschen was auf den Handrücken und verteile das eben im Gesicht so ein bisschen. Ja. Also ich habe jetzt leider keinen Follow Me Around von dem Tag, weil wie gesagt, durch lauter Schwätzen und Schwatzen habe ich ein bisschen das Drehen vergessen. Aber naja, nicht so schlimm. Wie gesagt, ich werde noch öfters zu Nadel fahren. Und da nehme ich euch eben dann das nächste Mal mit, wenn ich wieder fahre. Ist ja kein Problem. Nur wenn man halt immer so zusammensitzt, dann vergisst man es halt irgendwie ein bisschen, aber naja, ist ja nicht so schlimm. Ach ja. So. Ja, das ist so ein Make-up, das hat ein bisschen einen Glow. Wie war das nochmal? Glow.
Glow. Das war auch gut. Ja. Die nächste Glow kommt hoffentlich bestimmt. Hannover ist einfach zu weit. Das kann ich nicht riskieren. Aber wenn man nach Frankfurt oder Karlsruhe kommen würde, ja, warum nicht? Also, hätte ich Lust zu. So, jetzt haben wir den Ton geebnet. Jetzt geht es an die Augenringe. Da nehme ich den Full Coverage Concealer von No. Den hatte ich mal in einer Glossy Box. Der ist richtig schön hell. Und den tue ich mir jetzt die Augenringe abdecken. Ein bisschen die Nase highlighten. Ja, jetzt kommt gleich die Concealer-Polizei wieder angerast. Oh, das hat aber nicht gut verblendet. Ach ja, ich liebe das. Ach ja. Und in meinem letzten Schminkvideo hatte ich auch so einen tollen Kommentar. Ach ja, wieder einer ohne Bild, ne? Und dann so nach dem Motto, ach ja, du kannst ja die Produkte für die ganzen Schminkprodukte sparen. Man sieht ja sowieso nichts. Bap, 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 bap. Oh ja. Ich liebe es. Oh mein Goodness. Oh Gott. Ich sag ja, das hätte man solche Leute auf YouTube nicht. Und, hätte man echt nichts zu lachen. Aber wirklich. Die versüßen einem doch wirklich immer den Tag. Das ist wirklich der Wahnsinn. Da kann ich nur sagen. Nöts. Genau. Naja, manche Leute sagen ja auch, ach, wie kann man sich mit der Bratze denn vor die Kamera trauen? Tja, sieht ja, dass es geht, ne? Schätzchen, ne? Da weiß er Bescheid, ne? Aha. Meine Güte, manche Leute, ey. Ein Fest, wirklich. So, Dele. Wie gesagt, da könnte man echt ein Buch über so Leute schreiben. Das ist Wahnsinn. Manchen, manchen, manchen. So, jetzt nehme ich die Iconic. Und dann nehme ich diesen hellen Puder. Das ist der zum Setten meines Concealers. Und genau. Was mir ja viel aufgefallen ist, so bei, wenn ich so Tutorials sehe von Amerikanerinnen oder so, ey, die schminken ja aber sowas Geiles wieder zusammen, gell? Das ist echt der Wahnsinn. Und vor allen Dingen in jedem Tutorial fast kleben die sich False Lashes an, also falsche Wimpern, aber das sieht dann immer so, so dermaßen geil aus, also. Das ist der Wahnsinn, was die zusammenschminken. Und das ist halt auch wieder ganz anders. Zum Mattieren nehme ich das Pure Nude Powder von Essence. Diese Farbe nehmen sie ja raus, das Nude Beige. Dann habe ich mir letztens noch ein Backup gesichert von der Farbe, weil ich weiß ja nicht, welche Farben da reinkommen ins neue Sortiment. Das kommt ja Ende August in die Läden. Da bin ich echt gespannt. Auch so ein paar Sachen, gerade auf dieses Strobing Powder oder auf diese Palette, diese Get Picture Palette. Ja, ist natürlich auch schön. So, jetzt haben wir mattiert. Jetzt geht's an den Augenbrow. Dann nehme ich meinen allzeits beliebten. Na, es ist die 020 Date with Ashton von Catrice. Da werde ich dann meine Augenbrauen ausfüllen.
Oder auffüllen, ausfüllen, auffüllen. Nennt man das. So. Ja, man sieht, ich habe schon Lücken, ne? Ja, ich habe nicht viel Augenbrauen. Aber es ist okay. Ich finde halt, für meinen Typ habe ich schon dunkle Augenbrauen. Finde ich jetzt. Normalerweise sind die bei anderen ja ein bisschen heller, bei meinem Typ, so wie bei Blondinen, wenn die dann so hell sind. Aber nee, bei mir nicht. Ich habe da irgendwie eine Mischung mitbekommen. Naja, ist ja auch nicht schlecht, wa? So, um das Ganze dann noch zu fixieren, nehme ich das Made Me Brow für Blonde. Ich finde, das ist auch passend zu meinem Typ, weil es schön aschig ist. Ich habe zwar auch das Dunkle, aber heute nehme ich das. Nur um das einfach nur zu fixieren. Viele sagen ja, das ähnelt dem Benefit. Kann ich jetzt nicht sagen, weil ich das nicht habe. Wäre mir auch zu teuer, um ehrlich zu sein. So, jetzt konturieren wir das Gesicht. Da gehe ich in diese Farbe hier rein. Und ziehe mir hier eine Kontur, eine leichte. Gehe noch übers Kinn. So. Den Haaransatz. So. So, jetzt haben wir das. Das Kinn. So. So, dann. Hoppla. Jetzt kommt der Blush dran, und zwar der Matte Touch Blush von Essence in der Farbe Peach Me Up, die 10. Ja, das ist die neue Struktur der Blushes, die in Standardsortiment kommen sollen. Also die tun quasi neue rein. Also ja, die tun die neu strukturieren, da kommt eine neue Farbe rein und die Soft Silky Touch Blushes nennt sich dann, glaube ich, irgendwas mit Soft irgendwas. Die sehen dann auch anders aus. Da bin ich gespannt. So, jetzt gibt mir das ein frisches Aussehen, würde ich mal sagen. Dann nehmen wir den Highlighter. Mein Gott. Und highlighten auf Wangen und Nasenrücken. So. Jo. Ich liebe ja dieses Extrem-Highlight. Guck mal, wie der schimmert. Alter, Verwalter. Ist das geil. Sehr gut. Wie eine Glitzerkugel. So. Jetzt kommen endlich die Wimpern dran. Und zwar die Manhattan Volume Lash Colorist Mascara. Hier hängt ein Haar. Ja. Und Tusch. Concentration, Concentration. Ja, immer konzentrieren beim Tuschen. Immer konzentrieren. Ja. Wichtig, wichtig.
als Make-up und so weiter ausmacht. Gell? Vorher sah ich so richtig erschöpft aus. Jetzt hätte ich gar nicht gepennt. Und jetzt simsalabim. Die Nadine sieht frischer aus. Alter Schwede, wa? Ja. Obwohl, ich habe den Ruf einer Schmuddelhexe, einer schmuddeligen Erbe, aber... Ah ja. Oh Mann. Wahnsinn. So. So. Alter Donnerdauers, jetzt habe ich gebatzt. Dabei habe ich mich so konzentriert, jetzt habe ich wirklich gebatzt als sowas. Moment. Ach ja. Ah ja, das kriege ich jetzt nicht weg, muss ich nachher mein Wattepad, Wattestäbchen wegmachen. Naja, egal, macht nichts. Boah, ich glänze wie ein Affenarsch. Jupp. Kajal noch, das habe ich vergessen. Ich äumel nicht. Was nehme ich da? Nehme ich mal Manhattan. Cha-Cha Choco. 95W, ja. Ich bin so ein Fan von dem Kajal. Ich nehme den ständig her. Soll ja auch einen neuen von Essence geben. Oder neue. Die soll ja ewig auf der Wasserlinie heben. Das werde ich auf alle Fälle testen. Weil das ist mir auch wichtig, wenn einer gut hält auf der Wasserlinie. So, jetzt wird noch nachgeduscht mit der iDorable Mascara von Trended Up. Die hat ja auch ein mega Bürstchen. Mein lieber Schwan. So. Jetzt habe ich doch ein Produkt für die Lippen vergessen. Egal, dann denken wir uns das eben. Dann mache ich bloß ein bisschen Bliss-Text drauf. Genau. So. So. Dann bin ich fertig. Voila. Die Haare noch. Ein bisschen auf Marsödle. Jo, und das ist mein Look mit der Palette. Sehr natürlich, kann man im Alltag tragen, auf jeden Fall. Und mir gefällt halt die Verpackung auch so gut. Und ich bin begeistert von dem Highlighter. Der ist einfach nur der Burner. Und auch die Konturen-Highlighter-Palette kann ich absolut empfehlen. Ist eigentlich wie die von NYX, finde ich. Die Farben sind total ähnlich. Und wer nicht so viel Geld ausgeben will, kann sich ja die angucken. Aber ja, ich finde es Hammer. Ich finde es Hammer. Wie gefällt es euch? So, ist es okay? Oder würdet ihr was anderes machen? Genau. So, ich denke, das Video ging lange genug, denke ich mal. Bestimmt über 20 Minuten. Ja, genau, das war's jetzt. Ich bin fertig. Freue mich über euer Feedback immer in den Kommentaren. Also fleißig kommentieren. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Küsschen!